Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit auch zu einem neuen Projekt. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem neuen Hof, den ich mal jetzt gekauft habe. Ja, in seinen wunderschönen Weichen. Bin jetzt schon gerade am Fahren, mit schon halb vier. Und ja, ich war jetzt bei dem, weil der Besitzer, der Vorbesitzer, der hat verkauft. Weil der woanders dahin zieht, ja, da halt einen anderen Hof, deswegen hat er den einen verkauft, mit Maschinen und alles drum und dran. Ja, ich war jetzt mal einen kompletten Tag war ich mal bei ihm und hab mal mitgearbeitet. Ja, dann hab ich mich dazu entschlossen, dass ich den jetzt kaufen werde, jetzt bin ich gerade auf dem Weg. Ja, ich bin jetzt halt vollständig scheizung. Der ist jetzt ja schon draußen. Ja. Und zwar ist der gleich da. So. Und zwar ist der kleine Bergbauernhof. Fahren wir da gleich rein. Uiuiui. Ich werde es so machen, werde jetzt erstmal gleich die ganze Maschine und den ganzen Hof mal zeigen. Ja. So, zwar. Ja. Ich war halt in der Früh schon drüben wegen der Kühe. Deswegen ist jetzt da noch der offen. So. Ja, fangen wir dann einfach da gleich an. Steht der Düngersteuer, Vicon PS 100, 1004. Und Motormeer, Abby Motormeer. Machen wir da eigentlich wieder zu. Dann haben wir da einen Eicher Wotan. Ich sag einfach die Marken Straubmann. Er hat jetzt, wie sagt man so schön, klein, aber fein. Ja. Wiesenecken. Amazonen Sammaschinen. Rau Gruppe, glaube Rau, oder? Rau, ja. Dann ein Pöttinger Dreischaubflug. Ein Fendt Pharma 108S, Turbomatic. Und ein Bass Frontloader. Dann noch so ein Wickler, ich weiß nicht, was das für eine Marke ist. Autorap. Puh. Ja, und dann noch so ein 400 Kilo Gewicht. Ja. Dann gehen wir nochmal weiter. Da hat er ein Deitz DX140. Das ist eigentlich den, hat er jetzt halt auch über den Winter eingewintert gehabt, weil er den eigentlich seltener braucht, aber halt ohrenkräftigen haben ist er dann auch. Was so, dann da ein Pöttinger Ladewagen und ein Silberschneider Strautmann und dann da Abress Marke ist die Frage, keine Ahnung. So, dann, ja, 20 Kiehörer, Holstein, Irish, glaube ich, Irish, ja, oder wie die heißen, und eine Limousine. Ja. Da ist jetzt nichts drin. Dann da sind ein paar Ballentiere da auf dem Weg, so hier durch, warum auch immer, ich weiß auch nicht. Die Fahrsilos sind derzeit leer. Ja. 8 Ballen oder ne? Doch 8. Ja. Dann noch ein Gewicht. Dann für den Bass Frontlader noch die Anbaugeräte und ein Banksteuer. Ja. Dann sind da noch 4 Strohballen und da drin ist noch einer. Ja. Das wird wahrscheinlich echt nicht lange, aber ja. Und da haben wir noch alte Seilbinden. Ja. Dann da noch eine Krone. Swatro 395, 4 Meter Arbeitsbreite hatte, glaube ich. Ja.
Dann. Oh. Beibeln. Dann mal Lizard. Balkmehrwerk und SIP. Proto 220. Drohnenmehrwerk. Ja. Dann ein Pöttinger. Vierkreisler. Und ja, das war's eigentlich. Na, noch nicht ganz. Dann hat er dann eine Kirchner 6000 Liter Fass mit Güllekanone. Weil, wenn man sieht, das ist eigentlich alles ziemlich steil. Ja. Dann nur ein Kirchner 4060 Mischbrotter. Ja. Ja. So. Die Flächen kann ich auch noch kurz auf dem Handy zeigen. Und zwar kann jetzt halt die Fläche da, Fläche da, die Großfläche, die, die, die und die. Ich bin aber nur am Überlegen, weil ich will mir vielleicht die kleine da noch kaufen. Ja, die kostet 16.000. Da muss ich mal schauen, weil die steht gerade zum Verkauf. Ich habe das schon mal angerufen, aber es gibt da noch ein paar andere Gebote. Und ja. Ja, wir werden jetzt heute mal. Eicher. Ich werde jetzt erstmal einen Kipper aushängen. Aber den jetzt eigentlich nicht mehr brauchen. Was mit dem gemacht wird, weiß ich eigentlich nicht. Der steht jetzt halt schon ziemliche Zeit da. Weil wo ich mein Tag da war der noch nicht da gestanden. Also sagen wir so, ich war jetzt vor 2 Monaten, war ich mein Tag da. Und dann so einen Monat später circa habe ich es gekauft gehabt. Und ja, jetzt hat er dann noch alles mit dem Umzug und so weiter. Wurde noch viel gemacht. Und ja, deswegen hat er auch noch viel gemacht. Bis ich halt vollständig eingezogen war und er vollständig ausgezogen war. Ja. Ja. Auf jeden Fall werden wir das jetzt mal aushängen. Aber ich denke da irgendwie werde das an Weizen oder so verkauft hat. Ja, wir werden an Weizen und so weiter, das sieht man dann aber alles nur wieder, werden wir dann wieder osern. Ja. Leider hat er bloß nicht so viel Gülle. Mist, weil die eigentlich ganzjährig auf der Wiesen sind. Aber ich nicht zum Beispiel. Weil es ja anbietet, dass das direkt neben dem Stall ist. Die Wiesen. So, jetzt ist aber meine Sache zum Anfang. So, wir werden aber dann mit dem Ackerbau langsam beginnen. Ja, ich werde jetzt bloß mal herrichten und anfangen tun wir dann morgen, weil jetzt ist ja schon 10 nach 4, jetzt wird es dann, ja, in 2 Stunden circa dunkel. So, dann mal die Zahnmaschine weg, da rausstellen. Mit die Flächen, mit die Großflächen werden wir noch ein bisschen warten. Ja, weil ich da mal schauen möchte, wie in Walchen die Preise sind für einen Kunstdünger. Dann werde ich vielleicht einen Kunstdünger drauf da. Ja. Und dann danach Ecken, aber ja, wenn man überhaupt Ecken. Also ich muss sagen, die große Fläche werde ich jetzt wahrscheinlich nicht Ecken, aber ja, das kommt dann alles nach. Jetzt werden wir erstmal in Gruppe anhängen. Ja. Ich werde jetzt dann da morgen einmal nochmal nachfragen, wie es jetzt ausschaut mit meinem Gebot. Ob jetzt irgendwas ist. Ja.
Weil ich weiß nicht, wie dort jetzt die Erträge so sind. Aber ich denke mal, Felder kann man eigentlich immer gut brauchen. Und wenn das weiß, ist es dann nicht so günstig wie günstig von nicht so teuer, wie gesagt, 16.000. Ja, das ist ja nur im grünen Bereich. Und ja, ich kann ja nämlich auf mein Handy schauen. Er hat jetzt halt Acker, hat er ja eigentlich bloß 4. Ja, 4 geht eigentlich aus. Aber ja, da kann man ja nur irgendwas obern. Weil das ist jetzt halt so, zum Beispiel Kartoffeln. Ja, wo man jetzt so viel. Jetzt müssen wir nur kurz. Wenn er noch irgendwas zockt, dass er mal Kleeballen gesteuert hat, die jetzt halt die Woche anscheinend kommen sollen. Die werden wir dann wahrscheinlich auch holen müssen, ich weiß nicht wie früh. Ja, aber das siege ich ja dann, wenn sie hoffentlich die Woche kommen. Das wäre schon ganz gut, weil, ja, obwohl, eigentlich ist es wurscht. Weil es ist dann eh Ackerbau. So. Ja. Also mit der Feuchte von die Felder geht es eigentlich, die sind gar nicht so nass. Ja, die Wiesen kann man eigentlich rein prinzipiell auch schon bearbeiten, aber oder, das heißt bearbeiten. Gülle fahren oder so. Oder halt. Aber da wir ja Gülle haben, weil er die letztes Jahr alles rausgehört hat. Ja, und da ja ganzjährig auf der Wiesen sind. Bleibt eigentlich bloß Kunstdünger und da muss ich jetzt schauen, wie die Preise sind. Wenn es zu teuer ist, dann weiß ich nicht. So, jetzt tun wir da nochmal schnell einen Silageballen herstellen. Zwar steht nur einer drin, aber ja. So. Jetzt mal, ich muss ja so lassen, weil ich reinrollen muss, weil das da bei den kleinen Hofen, Hofen vor allem, Höfen, wenn so ein bisschen anders ist. So. Jetzt werde ich den nochmal hinstellen. So, dann roll ich den einmal rein. Bist du dran? Oh. Oh. Schon ziemlich schwer, jetzt roll ich den nochmal dahinter. Ist ein schwerer Hund, so. Ja, da steht der Strohballen. Da haben wir dann ein bisschen was Eis dran, weil wie gesagt, so viel. Also, ja, ich glaube, also für den kleinen Streu sind fast 20 Kilo schon ein bisschen zu viel. Jetzt mit 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Liegeplätze. Naja, okay, da hinten können sie sich auch nicht legen. Da könnte man vielleicht einmal Eis dran. Ja, aber es ist halt schon ziemlich wenig. Aber er hat gesagt, das sind meistens, da kommen wir mal zu machen, wenn es geht. Die sind meistens ja eh die meisten auf der Wiese, deswegen. Ja, ja, dann würde ich aber sagen, dass das mit der Folge gewesen sein soll. Jetzt nur ganz kurz zur Info, falls, weil ich weiß viel mehr die Real Life Videos. Ja, da kommen wieder welche. Ja, da wird dann auch wahrscheinlich im Sommer wird dann der LS ein bisschen weniger werden, also weniger Projekte. Ich habe eigentlich 3 Projekte da gehabt. Das waren ja Ellerbach und so weiter, aber die gehen ja leider nicht mehr. Und ja, ich habe es jetzt halt, das war jetzt, boah, ich weiß nicht wie viel, 2 oder 3 Monate jetzt halt nachdem, dass sie nicht mehr gegangen sind, jetzt habe ich gedacht, vielleicht gehen sie jetzt wieder. Aber leider gehen sie immer noch nicht. Und ja. Deswegen ist es halt leider so. Aber kann man leider auch nichts machen. Ja, deswegen jetzt hat das Balkenprojekt. Und ab und zu kommt dann noch was vom Holzeier-Projekt, kann man nicht sagen. Das Spiel mit einem Freund drauf. Und ja, das ist halt auch das Projekt. Ein Projekt, also das Video, wo ich mir eingeführt habe. Und ja.
Also, das war eigentlich nur sagen wollte, Real-Life-Videos kennen wir wieder, für die, die Real-Life-Videos mehr mengen. Heute dann zum ersten Schnitt hier. Also Mai, sowas heute dann. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, da würde ich mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.